Der Ausflug in die Welt der kleinsten Partikel und Lebewesen, er soll nicht enden, ohne auch auf die künstlerischen Aspekte hinzuweisen. Denn dank modernster Technik kann man auch malen. Hier, ich zeige es Ihnen mal. Achtung, ein paar Bakterienpigmente auftragen. Sogenannte Hinterglasmalerei mit Bakterien. Und Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Das Ganze muss natürlich noch etwas einwirken. Und schon hat man ein Gemälde. Das war doch ein Zaubertrick, könnten Sie jetzt sagen. Und ich wäre nicht so unhöflich, Ihnen zu widersprechen. Aber das, was Sie jetzt sehen, das ist kein Trick. Am meisten liebt er kräftige Farben. Vor allem auf seinen Bildern. Erich Schopf ist Künstler. Hauptsächlich malt er Abstraktes. Aber auch Menschen kommen auf sein Papier. Doch Erich Schopf benutzt keine gewöhnlichen Farben. Seine sind erstmal unsichtbar. Er malt nämlich mit Bakterien. Für viele einfach nur ekelerregend. Erich Schopf hingegen kann gar nicht genug von ihnen bekommen. Sie sind sein Farbkasten. Immer ist er auf der Suche nach neuen Kandidaten. Um sie zu erhaschen, hat er eine ganz einfache Methode entwickelt. Er sitzt als Beifahrer im Auto und hält einen Nährboden in den Fahrtwind. Aber nicht nur in der Luft, auch im Wasser fischt er seine Bakterien. In Teichen, in Bächen oder in Badeseen. Wenn Erich Schopf sie fängt, sind sie noch unsichtbar. Langsam beginnen sich die Bakterien auf dem Nährboden zu entfalten. 2 Tage dauert das. 105 verschiedenfarbige Bakterien haben es schon auf Erich Schopfs Bilder geschafft. Darunter viele Lieblinge. Die orangenen Bakterien hat er aus der alten Donau in Wien gefischt. Stäbchenbakterien, die vor allem im Wasser vorkommen. Aber auch bayerische Bakterien gehören zu den Stars. Egon Schieles Akt Die Liegende besteht aus kugelförmigen Bakterien, gefangen in der Luft des unterfränkischen Spessarts. Der Grund, warum also das Mortheidenfeldner Oliv drinnen ist der Grund, bei bestimmter Spiegelung gegen's Licht glänzt er wie Bronze. Was für Bakterien absolut untypisch ist und ein richtiges Novum ist. Ja. Also was bietet sich da mehr an, als die in den Haaren zu verwenden oder auch allgemein den erotischen Bereich also des Bildes zu betonen? Aber nicht alle Bakterien eignen sich zum Malen. Entdeckt Erich Schopf eine neue Farbe oder eine besondere Form, prüft er erstmal, ob die Bakterie überhaupt etwas taugt. Dafür wird sie neu angesetzt und vermehrt. Nach 2 Tagen ist die gelbe Farbe deutlich zu erkennen. Ein Teil davon wird in Glycerin aufgeschwemmt und kommt vorerst bei minus 60 Grad ins Kühlfach, wo alle brauchbaren Bakterien gelagert werden. Der andere Teil der gelben Bakterie muss jetzt ein Testverfahren durchlaufen. Zum Hitzetest geht es in den Ofen, 100 Grad, 2 Wochen lang. Auch die Farbkraft der Bakterien muss untersucht werden. Und wer mit wem kann. Seit Jahren führt Erich Schopf sogenannte Hierarchiestudien durch. Aufgrund dieser Studien weiß ich ja, wer sich jetzt mit wem verträgt, wer mit wem welche Effekte macht. Und mit diesen Kenntnissen wird das Bild geplant. Quasi ein Schauspiel, ein Theaterstück. Jeder spielt auf seinem Platz seine Rolle mit dem anderen Partner oder auch für sich alleine. So können sich manche Bakterien gegen die gelbe Grundfarbe nicht durchsetzen. Andere schaffen sich genügend Freiraum. Die meisten Bakterien überstehen das Testverfahren nicht und fliegen aus der Sammlung wieder raus. 9000 Proben sind im letzten Jahr im Sondermüll gelandet. Die anderen schaffen den Weg ins Atelier. Der Raum wird mit UV-Licht bestrahlt. So soll die Luft keimfrei werden. Zusätzliche Keime könnten das Kunstwerk zerstören. Der Malgrund ist ein Papier, das mit einem speziellen Gel bestrichen ist. Ein perfekter Nährboden für die Bakterien. Dann zieht Erich Schopf die ersten Pinselstriche. Doch das Gemalte bleibt unsichtbar. Schwierig für den Künstler. Deshalb benutzt er auch bei jedem Bild einen ganz genauen Malplan.
Schließlich muss jeder Strich sitzen, sonst gibt es später eine böse Überraschung. Ist das Bild fertig, braucht es Ruhe. Bei 24 Grad bleibt es 2 bis 4 Tage in diesem speziellen Schrank. Langsam vermehren sich die Bakterien auf dem Nährboden und bilden Pigmente. Das Bild wächst heran. Glück gehabt, Erich Schopf hat keinen Fehler gemacht. Fertig ist Ferdinand Julius Cohn, der Urvater der Bakteriologie. Wer sonst? Damit die Bakterien absterben, wird das Bild bei 100 Grad 2 Stunden in den Ofen gesteckt. Krankheitserreger würden so abgetötet. Doch die Bilder bestehen sowieso nur aus ungefährlichen Bakterien. Dort, wo Erich Schopf sie sammelt, kommen nämlich kaum Krankmacher vor. Und gefährliche Bakterien, die zum Beispiel Typhus oder Cholera übertragen, interessieren ihn nicht. Sie sind nämlich farblos. Erich Schopf erkennt, was er fängt. Nur harmlose, bunte Bakterien werden Teil seiner Kunst. Man sieht, man hat keinen Fehler gemacht. Es hat sich in allen Farben, in voller Brillanz, Sättigung also quasi entwickelt. Also es ist ein ganz, ganz eigenes Erlebnis, kann man sagen. Das kann man kaum beschreiben. Richtiges Glücksgefühl. Weltweit ist Erich Schopf der einzige Bakterienmaler. Seine Werke hängen schon bei einigen Kunstliebhabern. Ab Januar 2008 bekommen sie sogar einen Platz im Naturhistorischen Museum in Wien. Bis dahin sucht Erich Schopf fleißig weiter nach neuen Lieblingen. Ein schönes Blau, das hätte er noch gerne. Seinen Sommerurlaub verbringt er übrigens in Deutschland. Wer weiß, vielleicht bekommt die Olive-Bakterie aus Marktheidenfeld im Spessart dann Verstärkung. Vielleicht war das ja eine Anregung für Sie. Und Sie haben demnächst selbst ein Bakterienbild über Ihrem Sofa hängen. Weitere Merkwürdigkeiten jetzt bei Christoph Süß und seiner Sendung Quer. Faszination Wissen ist wieder da für Sie am nächsten Donnerstag um 7:30. Bis dahin eine bakterienlose Zeit, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.